Ein weiterer Tag, eine weitere Wegstunde. Wer kommt denn diesmal? Wer ist das? Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Ich habe das schon. Verdammt. Ich bin echt nicht gut mit den Stimmen. Alles klar, cool. Okay, da ist irgendwie nicht mehr diese eine Sekunde, nachdem die mich geweckt haben, wo er noch mal irgendwie an den Gesichtern irgendwie ranzoomt. Cool. Jedenfalls, ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich einige Sachen doppelt gesehen habe oder nicht. Ich nehme an, nicht, ne? Ich glaube, man kann nur eine jeweils einmal sehen, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ist auch egal. Wir gehen heute ab in Kapitel 13. In der letzten Folge haben wir die Wächter getroffen von, wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Ort nochmal hieß, wenn ich noch die Namen von den Charakteren wüsste, wäre auch nicht schlecht. Die hatten also komplexe Namen. Ja, da war Diamant und Ivy und so irgendwie einfacher zu merken. So, ich laufe mal mit den Klamotten von Sigurd rum, weil warum nicht, ne? Man muss ja mal hin und wieder einen Kleiderwechsel haben. Da oben ist schon wieder was aufgetaucht. Ich bin gerade vor dieser Aufnahme noch hier rumgelaufen, um zu gucken, ob hier was aufgetaucht ist. Aber es scheint immer nur, nachdem ich hier schlafen gegangen bin, mal aufzutauchen. Okay, das war's aber, ne? Ja. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe letztens die Trainingseinheit on-screen gemacht, ne? Und irgendwie ist Tiki ja ganz alleine. Warum habe ich die nicht irgendwie Wander zugeteilt oder so? Mann. Da ist ja doch mal jemand Gesellschaft, die wird für irgendwie bald nicht tausende von Jahren schlafen gehen und als erwachsene Frau aufwachen in Awakening. Da ist ja doch mal jemand Gesellschaft. So, was wollte ich jetzt nachgucken? Ich habe alles gemacht, ne? Bis auf bestellen. Das hebe ich mir natürlich immer am Anfang auf. Ich habe Leute ja wieder zu dem Stall, zum Swimmingpool und all so was geschickt, ne? Und ich habe ein Unterstützungsgespräch zwischen Alfred und Wanda freigeschaltet. Das schauen wir uns nochmal an. Dann gehen wir essen. Gucken vielleicht noch ein Unterstützungsgespräch an. Dann gehen wir auf zu Kapitel 13. Irgendwas sagt mir, sie heißt nicht Lumiera. Rumiel. Okay, doch. アルフレッド王子がいらっしゃらなければ、あの時負けていた可能性もあります。感謝することはあっても、恨むことなどあるはずがありません。ありがとう。ワンドレ、また話をしに来てもいいか。もちろんです。Ich weiß nicht, ob man hört, ob ich ins Mikrofon dieses Mal hier reinspreche. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, weil normalerweise schaue ich mal nach rechts, weil mein Fernseher rechts von mir ist. Aber jetzt mit diesen Aufnahmedingen tue ich jetzt hier auf dem PC aufnehmen, also ich sehe mehr oder weniger zeitgleich was auf dem, was auf meinem PC-Bildschirm passiert. Also ich sehe jetzt mehr oder weniger zweimal die gleichen Sachen in Echtzeit. Und bei Fire Emblem kann man sich das leisten, weil man braucht da keine Hektik oder Reflexe oder irgendwie sowas. Von daher, keine Ahnung, solange ich nichts mache, passiert ja nichts. Von daher kann ich es mir leisten. Wenn ich jetzt irgendwie was Schnelleres spielen würde, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. So, irgendwas anderes wollte ich noch machen außer essen, glaube ich, oder auch nicht, ne? Ich bin immer sehr paranoid.
So, offscreen habe ich nicht viel gemacht. Ich habe nichts gekauft. Ich habe nichts abgegradet, weil ich erst einmal kein Geld habe. Oh ja, wir gehen jetzt hier essen. Und gucken wir mal, ob ich hier wieder ein paar Dinger hier freischalten kann. Fogado, genau. Ihr seid alle neu, von daher kann ich euch hier vielleicht mal hier reinschicken, ne? Wäre eigentlich perfekt, ne? Bonnet oder Pandreo? Bonnet, würde ich sagen. Und wir holen uns meine Meeresfrüchtepfanne anscheinend. Weil beide die mögen. Schon wieder keine Magie. Das ist irgendwie ein Trend in letzter Zeit. Meeresfrüchtepfanne, seltener Fisch dann. Ja. Sie mischt uns jetzt irgendwie so eine Obskurität, ne? Ich kenne nur ihren Gaumen. Ach ja, er ist ja auch Koch. Seh. Okay, ich vergesse sie jetzt mal, ich das habe. Ich sollte halt jemanden geben, der irgendwie so ein Dings hat, ja, ne? Aber ich bekomme sowieso keine Erfahrungspunkte davon, von daher, ich vergesse immer die Dinger zu verkaufen. Ich könnte mir dadurch 50 Gold oder so immer noch einverleiben. So, hat leider kein Unterstützungsgespräch freigeschaltet. Aber das heißt, wir können dann hier noch relativ schnell reingehen, ne? Was ist das eigentlich? Achso, ja, genau. War auch schon lange nicht mehr reingeschaut, ne? Ringe habe ich so ein bisschen angepasst, glaube ich. Ich habe jeden hier einen Ring gegeben, von dem ich plane zu benutzen. Was eigentlich alle Charaktere unter Level 14 sind. Und ja, kann ja nicht schaden, ne? Und da können wir ja eigentlich schon gehen, ne? Ja, Memos habe ich alle eingecheckt vor der Aufnahme. Ich habe zwar nichts Besonderes bekommen. Gehen wir einfach. Wenn nicht, dann habe ich halt irgendwas verpasst. Ah, nein, warte, ich habe... Nein, Quatsch. So. Wir hatten, glaube ich, eine Nebenquest freigeschaltet. Naja, aber die war auch schon Level 19 noch vorgegeben. Das heißt, da können wir nicht rein. Okay, Ebene der Winde. Warum ist das denn so? Ja, von großer Bedeutung für Emblemlin. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Habe ich irgendwie weit freigeschaltet mit Lin. War das hier nicht auch ein Lucina? Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Lucina. Ah, okay. Das sind sozusagen Paralox Nebenquests, die ich irgendwie durch meinen Ring freischalte. Den Mann, weiß ich nicht. Nehme ich die irgendwie hohes Level erreicht habe oder so. So, wir können leider nicht hier reinpacken, spendenmäßig. Das heißt, die ganzen Tiere hier werde ich nicht einsammeln können, was mich ein bisschen wurmt, aber was soll man machen, ne? Ich weiß auch nicht, wie man allgemein irgendwie an die rankommen soll bei einigen. Weil normalerweise betrete ich immer ein neues Gebiet und dann habe ich ja noch gar keine Chance, irgendwie da reinzupacken. Ne? Und die geben mir schon irgendwie Tiere, die ich einsammeln kann. Ich habe auch noch nie ein Gefecht gemacht. Also vielleicht muss man da erst ein Gefecht machen und dann hat man irgendwie noch mal die Option, da rumzulaufen oder so. Das kann natürlich auch sein. Ne? Aber da ich das nie mache, werde ich das nie herausfinden. Egal, gehen wir zu Kapitel 13, den Oasendorf. Auf der Suche nach Timera und dem Ring der strahlenden Helden erreicht die Gruppe eine Oase. Wer war Timera nochmal? War das die Königin? Oder war das die Prinzessin? Und ich wusste noch nicht mal, ob wir auf der Suche nach jemanden waren. Ich dachte, die wollten zu uns kommen. Kapitel 13, Helden der Oase. Was ist das jetzt immer noch Sand? Salmo-Ojo-e-Yo-Koso. Shin-Ryu-Sama, Kakkoku-No-Oji-Ojo-Sama-Gata.
私がソルム王国の女王スフォリアだよ。お会いできて光栄です。スフォリア女王、こちらこそ。いや、それにしても驚いた。まさか新竜様がいらっしゃるとはね。フォガートはいろんなことをやらかして帰ってくるけど、今回は間違いなく一番のお手柄さ。王子として当然のことです。 母上、この子はこんな時だけ格好つけてまったく。しかし、さっきは長い挨拶になったね。新竜様が名乗った後、フィレネ王族、ブロディア王族、イルシオン王族と続き、あまりの早々たるメンツに面食らって途中で玉座から転がり落ちるかと思ったくらいさ。突然の来訪をお詫びいたします。 先ほどお話しした通り、一大事でして。ジャリュー・ソンブルの復活だろ。すまなかったね。そんなことになっているとは知らず、あの化け物がジャリュー復活の証だよ。王城に異形兵やイルシオンの手勢は攻めてこなかったのですか。来てたのかもしれないけど、城に来た変なのはいつも 全部倒してるからね。そうですか。全部ですか。おかしいかい。いえ、素晴らしいことです。あ、ルミエル様まで亡くなられていたなんて。私も何度かリトスに言った。あ、ロレはプリンセスレベル 17。 Die sind wahrscheinlich stärker als wir. Ich dachte, Brody ist hier der starke Kontinent. Oh Mann, sie wird so oft von sterben. Jeder, der uns helfen will, überlebt nicht lange. Jeder, der uns helfen will und nicht ein Teenager ist, überlebt nicht lange. あの指はどこ行ったかね。え、最近見ないなとは思ってたんだよ。フォガート、あんた知ってるかい。知らないよ。そっちの棚の中とか入ってない。あ、悪いけど少し待っていておくれ。Ein heiliger Ring in einer Krimskrams-Schublade. はい。棚を漁り始めたわ。まさか。 その辺に適当に保管されていたのか。これまでずっと最強格の力を持つ指輪だぞ。信じられん。<笑>。Sehr cool。そういえばあの指はミスティラが持って出かけてるかもしれないね。ミスティラ。俺の姉さんで。Sie heißt nicht Tim. Sie heißt nicht Temera in Japanisch. Misteria. Misteria. Ich glaube, Pokémon, die Namen ändern sich dauernd. Es gibt einen Fire Emblem Charakter, der heißt in der englischen Version Mist, also so wie Nebel, und ja, der Name wurde auch geändert in der deutschen Version, weil ein Charakter kann nicht Mist heißen, also wie Dreck oder Schmutz, ne? 居場所に心当たりはありませんか。南の砂漠を見に行くとか言ってたような。それならオアシスを拠点とするはずだよ。わかりました。ひとまず南のオアシスに向かいましょう。なんだか面白そうだね。私も。それはさすがに母さんはここで待っててよ。そうかい。じゃあ今回は若い子たちにお任せしようかね。 Jetzt, wo ich danach denke, welcher Ike kommt überhaupt hier vor? Fire Emblem 9 oder Fire Emblem 10 Ike? お肉が焼けるまで陽気に楽しく待つとしよっか。 Dann haben wir unseren vierten Hauptcharakter.
Sehr cool. Mehr Charaktere. Was zum? Oh nee. Das sind die Zwillingsbanditen. So Glück sind wir da auf dem Weg, ne? Hallöchen, ich bin auch hier. Nur ein paar pompöse Banditen, keine Sorge. Alles klar. Retten wir mal wieder jemanden von obligatorischen Banditen. Was soll das bedeuten? Der sieht schon mächtig aus. Emblem von Radiance. Oh, Power Up. Das ist Fire Emblem 10, Ike. Oder? Ja, ne? Ja. Der erste nicht adlige Lord Charakter in Fire Emblem und der stärkste, einer der stärksten Hauptcharaktere in Fire Emblem neben Sigurd. Okay, das macht aber ein bisschen wenig Sinn, dass wir Fire Emblem 10 Ike haben. Das ist eine große Map, weil Mikaya repräsentiert ja schon Fire Emblem 10. Von daher hätte ich gedacht, wir hätten jetzt hier Fire Emblem 9 Ike, aber ich nehme an, weil wird irgendwie wenig Sinn machen, Fire Emblem 9 Ike vor Fire Emblem 10 Ike zu bevorzugen. Einfach nur, weil, ja, warum die schwächere Version nehmen, wenn man noch die stärkere haben kann, ne? So, wo sind diese komischen Typen? Hier, ne? Tochi und Tetchi.
Okay, Barbar, Level 21, Anführer einer Diebeswande, älterer Zwingsbruder Tochis. Fähig Verzerrte, die die Oase einsuchen. Anführer einer Diebeswande, junger Zwingsbruder Tochis, befehligt Verzerrte, die Oase einsuchen. So, für die, die es nicht wissen, in Fire Emblem gibt es oft, oh Gott, eine Kriegerachse, gibt es oft, einer hat eine Fernkampfwaffe, einer hat eine Nahkampfwaffe natürlich. Es gibt oft ein Pärchen von Banditen oder Berserker. In diesem Fall sind es keine Berserker, sondern Barbaren. Und die sind meistens entweder vollkommen bescheuert oder sehr pompös und exzentrisch. Und ja, die gibt es in jedem Fire Emblem. Meistens haben die keine Haare. Meistens sind die ohne Haare. Aber die sind beide irgendwie so blau und pinklich. So vom Farbschema her. Also das sind auch irgendwie, ist auch irgendwie so ein Trend, der in jedem Fire Emblem vorkommt. Und ja, deswegen habe ich so sehr gelacht, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. So, hier haben wir Timera und Ike. Sie ist eine Wächterin. Sehr cool. Ich glaube, sie werde ich mögen. Quirlige und kontaktfreudige Kronprinzessin von Sollen. Bekannt dafür, dass sie vor allem ein offenes Ohr hat. Dann haben wir Ike. Das Emblem von Radiant. Zerstört Hindernis mit seinem mächtigen Schwert und seiner mächtigen Axt. Der Schneid Ragnil? Nee. Doch. Nee. Ich will das. Ist nicht das Ragnil, oder? Hammer hat der anscheinend. Also er hat das Ragnil in der Hand, aber benutzt es nicht anscheinend. So, Wächterin greift zum Schutz ihrer Nation auch mal gerne zum Waffen. Gibt den Umgang mit Lanzen. Sie hat eine Silberlanze unten lang schwer. Sie ist Level 18. Zerstören. Wenn durchbrechen verwendet wird. Okay. Gegner im Umkreis von 3 Fällen einen Crit minus 5. Hm. Ich hatte erst gedacht, sie wäre eine Tänzerin. Also die Einheit-Tänzerin. So, und sie ist doch so was von irgendwie verwandt mit hier den einen Typen, den wir letztes bekommen haben, oder? Irgendwie sieht die Haarfarbe sehr ähnlich aus. Eine weibliche Berserkerin haben wir hier. Panette. Getreu von Prinzessin Timera. Sie neigt dazu, auf ihre Unstete irgendwie... auf eine unstete, irgendwie künstlerische Art zu sprechen. Blutige Wut. Sind die KP der Einheit nach dem Kampf unter 100%, erhält sie Crit plus 10, solange ihre KP unter 100% bleiben. Das ist nicht schlecht. Und sie ist schon Berserker. Was Schwertmeister nur für Äxte sind. Mächtige Krieger mit beispielsloser Stärke besiegen ihre Gegner dank ihrer auch großen Axt mit Leichtigkeit. Okay, anscheinend hat sie aber nicht kritische Treffer. Er sieht irgendwie auch aus, als könnte er, oh, er ist so eine Wolf-Einheit. Er könnte auch irgendwie ein Verwandter von den einen Typen sein. Oder sie? Er, sie? Sieht aus wie ein Rock da, ne? Hilf mir aus, Spiel. Hilf mir. Getreu von Prinzessin Timera. Sie ist eine gut aussehende Frau, die Tiere sehr lieb. Okay. Sie sah etwas, weiß ich nicht. Von den Haaren und Gesichter ein bisschen männlich aus. Okay, Ritter Escort befindet sich mindestens 2 weibliche Verbündeten im Umkreis von 2 Fällen. Halte die Einheit und diese verbündeten Treffer ausreichen plus 5. Sie ist ein Wolfsritter. Ritter, die auf Wölfen übers Schlachtfeld jagen. Geht zu mir mit ihren Messern ganze Feindeslager. Und anscheinend Schwerter auch. Wir bekommen jetzt nur noch starke Charaktere, ne? So, aber ich muss auch noch meine anderen Charaktere hoch trainieren. Hallo? Wieder nur 8. Schleppen. So, wir brauchen ein Heiler. Ich nehme diesmal 2 Heiler mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft nicht so. Ein Heiler. So. Ich habe viele fliegende Einheiten da gesehen. Was ist das hier? Leuchtfeuer. In der Mitte des Ozeans. Zerter, Silberaxt, Wurfball, viele Äxte hier, ne? Oh ja, eine Menge Äxte. Haben auch irgendwo Lanzenkämpfer, sieht nicht so aus. Das macht es ein bisschen einfacher. Das heißt, wir können mit einer Menge Schwertkämpfer herumlaufen.
So, hier sehe ich Häuser unten links. Da ist ein Haus, oder glaube ich. Ich nehme das hier, ne? Das hier soll das Haus sein, ne? So, aber hier, das wird wahrscheinlich schwierig, ne? Dahin zu kommen. Wie soll man da rechtzeitig hinkommen? Ich weiß es nicht. Chloe kann auf jeden Fall mitkommen. So. Ich baue wieder einen Stohlen, ne? Ah, ja, genau, sie ist auch verstohlen, genau. So, ich nehme zwei Schützen mit. Und ein Magier, würde ich sagen, ne? Da haben wir nur. So. Alfred. Aha, Alfred und Citrin sind ja auch noch. So. Und die haben sogar beide. Okay. Lanzenkämpfer brauche ich aber hier nicht gerade. Ich nehme anstatt. Wer würde mehr Schaden machen? Du, ne? Über dich. Problem ist, die geben mir jetzt die ganze Zeit stärkere Charaktere. Und ich kann nicht. Ich muss sie natürlich auch benutzen, ne? Weil wir sind hier platziert. Ist das nicht so, als könnte ich jetzt hier aus dem Team gerade rausnehmen, ne? Ich muss sie ja benutzen. Das heißt, das Spiel gibt mir absichtlich ja weniger Charaktere noch so. Im Sinne von, oh, du musst jetzt die Charaktere auch benutzen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr von meinen schwächeren Einheiten hier platzieren. So. Was machen wir denn hier? Gerümpel, zerstörbar. Ah, Problem ist, ich weiß nicht, die werden mit Sicherheit auf die Häuser losgehen, aber das sieht ganz schön schwierig aus zu erreichen. Weiß nicht, ob ich da rechtzeitig hinkomme. So, habe ich alle dicken Ringe hier. Unsere neue Prinzessin hier wird ja wohl Ike hier nutzen müssen, ne? Ja. Na gut. Das Kapitel sieht jetzt nicht sehr schwierig aus. Sieht nur halt nervig aus, hier an alle Sachen ranzukommen. Also alle Häuser zu erreichen, so schnell wie möglich. Vor allem sind die ja auch in der Nähe, ne? Das heißt, so weit kann ich auch nicht vorstürmen. Ich muss irgendwie hier hinkommen. So, es sieht sogar aus, das könnte ich sogar irgendwie dahin. Und hatte ich alle Trigger. Okay, sie kann irgendwie nicht hier rüber. Was ich mitnehmen kann, ich könnte. Ich werde sowieso nicht mit sie angreifen, ne? Ich könnte hier Dings mitnehmen. Illumnis. Einfach nur, damit ich sehen kann. Und ja, machen wir das. Was geht's? Die sind schon da unten. Hey, ich vergaß. Das Problem ist,
Ich könnte die Dinger da zerstören, ne? Ich meine, das Offensichtlichste, was hier machen sollte, ist wahrscheinlich mit denen ja überall hingehen, so schnell wie möglich, ne? Aber die machen alles viel zu einfach platt, habe ich so Gefühl. So, da ist auch noch ein Raubein. Den kann ich nie im Leben so schnell erreichen, wenn er jetzt sofort hier hingeht. Okay, sie hat eine Menge Verteidigung, glaube ich, ne? Ja. Lemlikes Ausdauer, Vermögen und Offensive stärken nehmen zu, wenn er Schaden erleidet. Die Synchrofähigkeit Kühner erhöht Verteidigung und Resistenz, wenn die KP abnehmen. Die Bündniswaffe Hammer kann Gegnern Schmetterschaden und gepanzerten Gegnern zusätzlichen Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Freund der Lagus, das sind die Tiermenschen in Path of Radiance und Radiant Dawn, erhöht den erlittenen Schaden. Im Gegenzug sinken Ausweichen des Anwenders auf Null. Angriff großer Aether steckt die Verteidigung der Einheit für eine Runde, greift dann einen Bereich an und stellt KP wieder her. Na, wie genau funktioniert das jetzt? Kann ich halt nicht einfach so angreifen? Das hat einfach ein. Ich meine, wenn sie hat macht mit Ike, dann ist halt immer, ist halt immer ein Kill, ne? Ja, Kollegen, ich kann ja nur mit denen angreifen, ja. Sind doch schon stark genug, Mann. Aber ich habe so das Gefühl, ich möchte jetzt so schnell wie möglich durchgehen, ne? Damit ich hier, er geht wahrscheinlich hier links los, ne? Nehme ich an, ne? Okay, wenn mir das Spiel sagt, hier durch, alles klar. So. So, dich kann ich erledigen. Kannst du überhaupt da durch, wenn ich mich dahin stelle? Weil ich will ungern die Kills mit denen abstauben, wenn die schon so stark sind. Aber ich habe, glaube ich, gar keine Wahl. Das Spiel lässt mir wortwörtlich keine Wahl. Ich habe das Gefühl. Mach es mal alles hier kaputt, ne? Ich hab da nichts dagegen, oder? Oh, ich mach genau 9 Schaden. Muss aber bestimmt hier so schnell wie möglich runter, ne? Ich meine, hier ist nichts. Da muss ich auch so schnell wie möglich hin. Sind bei Schwertkämpfer. Hey, warte mal. Euch sehe ich ja jetzt erst. Wir sind tot. Mann. Wo kommen die auf einmal her? Verdammt, wo kamen die auf einmal her? Gar nicht gesehen, Mann. Haben die sich in diesem dunklen Gebiet hier versteckt? Ah, du kannst ruhig auf sie losgehen.
sagen, wir machen das hier, ne? So oder so ein Kill abholen mit denen, so wie er ausschaut. Durch Verschwendung, Mann. Du wirst halt wohl aushalten, oder? 11, 20, 9. Gott. Das ist ein Schwertmeister, sehe ich gerade. Man erwartet das Spiel, was ich hier im ersten Zug mache. Ich verstehe es nicht. Ich nehme sehr stark an. Ich muss sowieso nochmal neu. Von daher, was soll's. Ist gar nicht so ein schwieriger erster Zug, ich weiß, aber ich kann nur meine Charaktere hier trainieren, aber kann ich nicht. So, ich muss wahrscheinlich sowieso noch mal neu machen, vielleicht auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir überleben das hier. Ah, müssen eigentlich alle überleben. Oh Mann. Okay, da hätte ich nie im Leben retten können. Oh, nee. Das gefällt mir nicht. Gott. Da brauche ich gar nicht hier so einen Stress machen, Mann. Jetzt nehme ich ja unnötig unter Druck, ey. Ich muss gar nicht so viel Stress machen, ne? An einem Haus hätte ich nie im Leben beschützen können, ne? Sehen wir mal an, ich hätte irgendwie hier Teleport gehabt, dann würde ich, meine ich, ja, hätte ich nie im Leben geschafft, ne? Das ist viel zu weit. 1, 2, 3, 4, 5, ne? Hätte ich nie im Leben erreichen können. So. Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Ich nehme an, das Spiel wollte einen nur sagen, so, oh, übrigens, wenn du da passiert, wenn ein Haus kaputt geht, ne? Irgendwie sowas. Das heißt, das einzige Haus, das wir jetzt noch erreichen müssen, ist das hier, weil solange wir hier nicht irgendwie Mist bauen, kriegen wir das schon in hier auf der Seite. So. Gott. Bitte treff. Ja, Gott. Ey. 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 So. Ich weiß jetzt nicht, was da alles noch war. Oh nein, das bringt ja nichts. Oh, da unten war hier so ein Ding. Was du? Ein Wurfball, Dreck. Ey, ey. Machen wir einfach mal den hier. Schaden, das ist ein Schwertmeister. Kannst du ihn treffen? Oh ja. Bonk.
Dann machen wir dich mit irgendjemandem platt. Ich bin ziemlich sicher, wir sind nicht so viele Gegner, ne? Was stand da? Ach so, habe ich den gebrochen. Ich glaube, der konnte kontern. Naja, ne? Aber du erreichst sie nicht, ne? Ne. Okay. Wurfball. Ich könnte ihn ja machen, ne? Schaden machst du? Du machst 23 Schaden. Du wirst mich nicht doppeln. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr Leute. So, wir machen erstmal den, ja. So. Damit sie nicht gedoppelt wird. Also mal tauschen wir ihr Feuer wieder. Und dann machen wir Protection. So, und das müsste eigentlich bringen, ne? Platziert dich mal hier rein. Und dich platziere ich mal hier rein, falls hier jemand in der Nähe ist. Und da eine Menge fliegende Einheiten sind, packe ich dich mal hier hin. Und dich hier hin. Und einfach mal den hier. So. So, wir müssen eigentlich sicher sein, ja. Ah, jetzt doppel ich dich. Gut aufgeblockt. Sehr cool. Magie, Geschicklichkeit, ja. Figur, auch nicht schlecht. Bisschen an ihrer Figur gearbeitet. Ah, da kommt noch was. Oh, deswegen sind Fog of War Maps kacke. Ah. Ich habe sie natürlich irgendwie als erstes bewegt, ne? Das heißt, oh mein Gott. Ah. Alter, wie soll ich denn damit rechnen, Mann? Hier ist doch nirgendwo Platz für irgendjemanden. Hm. Wir können das gleiche eigentlich. Lass mich dann als letztes machen, okay? Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Gehst mal hier hin. Ich glaube, da war niemand in der Nähe. Mal hier hin, wegen den Hauptcharakter. Du gehst mal hier hin. Hey, du bleibst auch hier, würde ich sagen. Bist du hier drin? Hier ist niemand. Gut. So, was ich jetzt hier mache, ist, ich mache eigentlich genau das gleiche wie vorhin, nur halt mit sie. Sie wird überleben. Und sie hat mehr Verteidigung. So, dann machen wir Protection. Kann ich eigentlich ihn auch protecten? Der wird es, glaube ich, nicht bringen, ne?
Zug wird ja wohl überleben, ne? Das glaube ich niemand in der Nähe. So. Vielleicht sogar gar nicht getroffen. So, wenn jetzt dann noch einer kommt, ne? So. Okay, da sind eine Menge fliegende Einheiten. Mir gefällt das nicht. Das sind zu viele. Die haben alle schon Silberwaffen, Mann. Und ich weiß nicht, was da alles noch kommt. Das ist ein Problem. So. Ich kann Druck machen, aber du musst treffen. Ein Druck. Eine Runde hätten wir da überlebt. Meine Güte. War nicht so schwierig jetzt hier gerade, oder? Acht Erfahrungspunkte, Mann. So, du hast Abwehrhaltung, du gehst nicht so schnell drauf. Irgendwie voll die große Schminke. Will sich irgendwie hier so einen Mund irgendwie aufzeichnen. Ich habe hier niemanden, der irgendwie, ja, ich meine, sie hat eine Menge Verteidigung eigentlich, ne? Ich sehe einfach nicht, was da ist, ne? Könnt ihr eigentlich hier mit dem Bündnis machen, ne? Dann bekommt sie ja mehr Verteidigung und so, ne? Machen wir einmal so. Verbinden wir sie einfach. So. Oh. Ja, sogar wie die Verwandlungen irgendwie einfach nur so schießen mit den Dingern. So. Bin mir ziemlich sicher, da war nur ein Axtkämpfer vielleicht noch, der reichen konnte. Ich dachte ja so schnell dahin zu kommen. Alfred, mach du mal einen kleinen. Ach, da bringt doch nichts. Ja, ich habe so das Gefühl, ich hätte ja mit Dings hingehen sollen, ne? Verdammt. Nee, da kommt er gar nicht durch. Du vielleicht. Ah, das gibt's nicht. So, ich platziere dich mal hier in, damit sie nicht verreckt. Hoffentlich. Du bist mal hier, du bist auch mal hier. Ich kann da wenig gut ausgehen, aber mal schauen. Oh mein Gott, das ist eine sehr unschöne Situation. Entschuldigung, warst du gerade ein Schaden? Oh, mir gefällt das nicht. Ich glaube nicht, dass wir da rechtzeitig hinkommen. Außer Alfred schafft es hier noch so schnell wie möglich dahin zu kommen.
Alfred. Sehr gut. Oh, wehe, da ist jemand. Nein. Okay, der erreicht den nicht. Hier komme ich da auch nicht schnell genug durch, ne? So. Nein, nicht das. Da wird nicht reichen. War da oben nicht auch noch welche? Zack, zack. Oh. Ich mag diese Situation ja nicht so. Du hast eine Entschuldigung, 46 Angriffskraft. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja. Da verdammt, da bringt nichts, ne? Warum habe ich ihr Lin gegeben? Sie wollte doch gar keinen Schaden machen. Nein, sie kommt noch nicht mal annähernd daran. Oh mein Gott, was soll ich denn dagegen machen? Der One-Shotet alles weg. Entschuldige, was? Also ich werde sowieso als erster angreifen, ne? Das ist halt die Sache, nehme ich an, ne? Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Okay, Einzug aushalten, um danach einen Bereich anzugreifen. So, oh, ich verstehe. Ich habe den Schaden von dem Typen so spät gesehen. Soll ich den schon erledigen? Ja. Einzige, was mir einfallen würde. Ist, indem ich den hier mache. Gehe ich hier rein, mach Protektion, ne? Dann mach sogar an niemanden Schaden, ne? Wenn ich Glück habe, bewegst du dich hier hin. Habe ich auch da funktioniert. Wieso kann ich mit meinen Dings nicht angreifen? Ein Normalbogen. Nein, ich will das nicht. Ich will einen runter. Ja. Ich hätte eigentlich alle nach links hinschicken müssen. Und da ist auch noch ein Schütze. Cool. Ja, ich habe die alle nach links. Mir gefällt das schon gar nicht, so wie das hier abläuft hier. Ja.
Alter. Okay. Warte mal, wie hast du mich nicht getroffen? Viel zu viele Gegner da. Und da kommen auch noch welche. Ist klar. Und das. Oh, perfekt. Steht sogar da. Ich habe so viele Leute da oben rechts, ne? Und ich brauche die alle gar nicht. Ich brauche die alle gar nicht da auf der Seite. Wie viele Gegner hier sind. Ja, ich muss eigentlich nur auf ihn aufpassen. Verteidigung 16. Ja, der reicht mich von. Mir gefällt das irgendwie gar nicht, wie er hier abläuft gerade. Ich hätte mit all meinen Charakteren unten links hingehen sollen, ne? Weil es gibt gar keinen Grund hier irgendwie mit meinen ganzen Charakteren hier hin zu. Also warte, ich mache das jetzt auch. Er bringt überhaupt nichts, ey. Er bringt auch nichts, hier runter zu gehen, weil ich muss eigentlich, ich muss mich hier eigentlich nur nach links bewegen mit denen allen. Diese Startposition ist auch voll ätzend, ey. Ich kann auch nicht hier hingehen, weil dann kommt er und greift sie an, ne? Aber das ist ja nicht schlimm, oder? Geh mal einfach hier rein. Eine Engelsrobe, oh, mehr AP. Okay, cool. Oh, ist ja auch irgendwie. Nee. Was wir hier machen, ist jetzt Folgendes. Du einfach hier den Weg, ne? Würde ich sagen. So, meine gesamte Gruppe geht dann nach links, ne? Weil jetzt brauchen wir wortwörtlich keinen Grund mehr da zu sein. Okay. Mein Eisenbogen, weil er schon dreimal hier hochgelevelt ist, ist schon stärker als mein Dings, ey. Ein Stahlbogen. Ja, dann mach mal den hier, ne? Mal hier so rein. Konnte ich ja nicht wissen, Mann. Das ist ein Typ mit Langbogen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Die kommen gar nicht da durch. Na, verdammt, ich hätte das später machen sollen. So, war da jetzt einer mit einem Langbogen? Ich weiß es nicht. Verdammt.
Ja, dann ist Chloe tot. Ja, ja, ihr macht das Ding kaputt, ich weiß, ich weiß. Ich dachte, ich wollte eigentlich den seine Dialog wollte ich eigentlich noch mal hören. Ah, da ist ja auch noch einer. Cool. Wie unfair ist das bitte schön? Wir haben da zwei, wir haben da einen Schwertmeister direkt vor uns versteckt. Ey. Das ist auch voll unfair, ey. Wie sieht einer an? Wie soll man denn darauf reagieren können? Gewesen ist einer von denen nach da lang gegangen. Mein Gott. Vor allem ich brauche sie, damit sie ja so schnell wie möglich durchkommt. Ey. Warte mal, habe ich gerade richtig gesehen? Ich kann den Schwertmeister mit einem Schlag hier wegleeren. Entschuldige, was? Gott, ey. Okay, du musst mir 20 Schaden, das wird sehr wehtun, aber... mich nicht doppeln damit. Nee, nee. Ja, also ich muss mit ihr hier so schnell wie möglich durchgehen. Das Spiel hat sich dazu von so irgendwie gedacht, ne? Soll vielleicht auch Bündnis hier einsetzen, weil er ist ein Axtkämpfer. Dann kann ich ja eigentlich hier durchbrechen einsetzen mit einem Hammer, ne? Damit sie nicht gebrochen. Ich denke, wir sehen mit einem Hammer hier. So, da sind ein, zwei Leute. So, hier ist auch ein Schwertmeister. Da war der Schwertmeister, oder? Da muss ich mich hier so ein bisschen verschanzen, nehme ich an, ne? Na, wie mache ich das hier? 18. Jetzt damit aus, 13. Muss ich sowieso hier oben haben, weil da kommen gleich einige fliegende Einheiten. Da krieg ich dich auch. Nee. Ah, da muss ich hier versuchen, mit sie zu treffen. Oh man. Hat sie nicht gerade besser treffen? Oh Mann. Okay. Gehst du hier hin? Ich hoffe, da oben war niemand in Reichweite für Citrin. Oh mein Gott, die Treffsicherheit. Wer der trifft? Okay.
jetzt einfach so schnell wie möglich darunter. Da war irgendwo ein Schütze noch, das weiß ich. Ich weiß nicht genau, wo er war. Hier unten ist nichts. Da ist noch versperrt alles. Da kann ich sowieso nicht. So, und ich muss Folgendes machen. Und zwar... den Altrap hier einsetzen, um ihn zu brechen. 15. Hoffentlich habe ich lang genug, um den zu erledigen. Ich glaube nicht. Da ist der Schütze. Schütze macht 30 Schaden. Das ist nicht gut, aber... wir schaffen das. Okay, perfekt. Noch mal Protektion. Sie hat Abwertung, sie wird nicht so schnell verrecken. Oh nein. Ja. Wir sollten eigentlich in Ordnung sein, ja? Ah, den Köder geschockt. Und einer ausreichen wir. Danach können wir uns eigentlich ein bisschen mehr entspannen. Aha. Max einen Hammer ausgerüstet. So. Nur wie soll ich die alle abfangen? Hm. So, ich bin mich hier nicht sicher. So schnell wie möglich raus. So. Ich will ja eigentlich mit ihr den Kill absahen, aber... was sagt mir, ich brauche... warten wir erstmal. Ihr geht mal alle hier rein. Und warten wir einfach, bis die alle, die können ja nicht irgendwie herüberfliegen aus irgendeinem Grund, ne? Die können nicht über die Häuser fliegen aus irgendeinem Grund. Also sie müssen alle irgendwann hier hinkommen. Und dann werde ich die abfangen, ja. Und das kann ich ja nicht machen. Okay, ist das ein Scharfschütze? Ich nehme jetzt ja schon mal einen Scharfschützen aus. Ich habe noch Charakter auf Level 12 und 13. Give me a break, man. Kriegt die überhaupt alle down? Alter, warum ist denn der so schnell? 16. Der doppelt mich sogar. Ist doch nicht, Mann. Ich habe keine andere Waffe mit dir. Folgendes machen. Platziere dich hier mal hin, damit du einen weiteren Angriff hier hast. Ja. Dann mache ich hier ein bisschen kaputt.
Ha, ehrlich? Kann sein, dass da immer 80% sind. Schon oft passiert. Okay. Oh mein Gott. Ich will nur meine schwächeren Einheiten hier hoch trainieren. Greift das an. So, hier kann ja niemand sein, ne? Was sagt ihr? Oh, Wolfsritter. Cool. Sie scheint mir schon irgendwie voll stark zu sein. Und aber noch relativ Erfahrungspunkte hier. Relativ viele. Der Mann, die Gegner sind nicht in der Lage hier. Hindernisse durchbrechen zu können, ne? Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier wieder einer ist, ne? Da ist total jemand. So, das Haus kriege ich. Oh, das haben sie auch kaputt gemacht, ey. Aber wenn ich Louis und Dings hier hätte, ne? Ich könnte hier voll verschanzen, dann könnten wir so von gar keinen Schaden bekommen. Gut. So, ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt noch alles war. Wo war Traubein? Hier, ne? Der ist ja, der Zeugs kaputt machen kann, oder? Frost. Was bist du? Du bist ein Axtkämpfer, alles klar. Okay. Kommen wir nirgendwo durch, ey. Ich mache mal ihn hier. Ich greife erstmal ihn hier an. Oh. Ah, da war ein Catcher-Treffer, sehr cool. Damit jetzt ein Schritt hier weg wäre, ne? So, ich habe eine Idee. Ja. Seht ihr das? Das ist nur ein Ding, was die ja durchbrechen können. Das ist nur ein Ding, an den die durchgehen können. So, ich bin mir ziemlich sicher. Ich mach den hier mal. Ne, irgendjemand hat ja dann Langbogen. Blatt. Das sind 10 Erfahrungspunkte nur, Mann. Ah! Das sind so viele Leute. Du kannst fliegen, gefällt mir nicht. Mach ich mal aus dem Weg hier. Alter. Warte mal, komme ich da nicht vorbei? Nein, ich komme da nicht vorbei.
und ich kann mit ihr auch nichts heilen. Komme ich dazu, irgendwie meine Charaktere irgendwie zu leveln? Bestimmt eine optimalere Lösung, ja, alles zu erledigen, aber soll's. So, hier sind zwei Schwertkämpfer. Panzerbrecher. Uff. 1, 2, 3, 4. Das kann ich eigentlich auch kaputt machen, ja? Ne, kann ich nicht. Cool. Aber so gut wie. Okay, ist gut. Hör auf, die Lichter hier aus, Mann. Ich sehe nichts mehr. Autsch. Ein Schaden. What? Warum ist sie so stark? Ich meine, sie hat Ike, ist klar, aber er ist trotzdem voll stark. Oh, und da sind noch mehr Leute. Oh, ich hasse ehrlich, ich sehe nicht, wo hier irgendwas ist. Sehe nicht, wie irgendwo was ist. Ich weiß nicht, von wo die Leute kommen. Ja, du musst das jetzt blockieren, Kollegin. Dich platt. Das heißt nur, weil ich dieses blöde Haus hier so schnell wie möglich erreichen will. Ich komme da vielleicht sogar gar nicht ran, wenn ich mich nicht hier beeile. Und ich weiß nicht, was hier noch alles ist, ne? Ich muss einen Schützen erledigen. Gott, da macht sogar Schaden, wie blöd. Ich kann ich wieder hochheilen, kein Ding. Beinahe erledige ich mit einem Schlag. Alter. Irgendwas sagt mir, ich sollte Purgativ einsetzen. Auf irgendjemanden. Wahrscheinlich auf dich. Weil du haust ja ganz schön viele Leute kaputt. Oh, da waren viele Erfahrungspunkte. So. Gibt's jetzt nicht. Wenn ich zum Dings wechsle, eine Silberlanze, dann wäre es ja wohl reichen, ne? Ne, da bringt nichts. Cool. So. Wenn noch mehr Schützen irgendwo sind, ne? Hey, Level 14. Gute Werte. Bist du ein Scharfschütze? Du bist ein Scharfschütze, ne? Haus ist gesichert. Das wäre, sagen wir, sind nicht noch mehr Leute. In diesem Schatten sind doch bestimmt noch 5 Leute versteckt, obwohl da nur 4 Felder sind. So, du nimmst dir mal das hier.
Warum nicht, ne? Jetzt muss ich eigentlich nur noch dafür sorgen, dass hier alles abgeblockt ist von allen. Mit allen Charakteren. Wenn ich hier nicht umzingelt werde. Die machen immer mehr aus. Ah! Oh. Und der ignoriert mich einfach, weil er zum Haus will, ist klar. Okay, du triffst mich nicht. Alter, alles was ich haben will, ist dieses Haus. Da können wir uns ja austoben. Was ist das für eine geile Axt? So, ihr beiden könnt euch hier mal ein bisschen zusammentun und die Leute hier aus dem Weg räumen. Ich will, glaube ich, jemand anderen dahin platzieren. So. So, gib wieder der geile Level Up von vorhin. Ja, wenn nicht schlecht. Ja. Okay, so geil war halt auch nicht. Aber. So. Na, eins zu weit natürlich. So. Wen will ich da platzieren? Ich weiß es nicht. Das schon, ne? Wer ist ja Leo, wenn sie nicht irgendwie da steht, vielleicht alles kaputt haut. Ich platziere Chloe dahin. Ich glaube, da sind ein paar Schwertkämpfer, ne? Selbst wenn, die wird nicht mit einem Schlag weg. Die wird nicht gedoppelt oder irgendwie so hat. So. Also, du triffst mich, aber du hast auch so eine dicke Axt, ne? Ja, 44 Angriffskraft, Alter. Ich kann auch vom Weiten angreifen. Ja. Triff mich da eine nicht. Boah. Okay. Na, perfekt. Hier platziert. Wäre so schön, wenn meine Heiler langsam mal irgendwie Level 20 erreichen würden. Damit wir endlich irgendwie, keine Ahnung. Damit wir endlich ein paar weiterentwickelte Einheiten hätten. So, ich hoffe, ja, da ist niemand mehr so gefährlich ist. Okay, da kommen sie. 35 Schaden. Stimmt, da ist der mit der Großaxt. Oh Gott. Oh, und jetzt kommen sie von da. Okay, da ist kein sicherer Ort zum Verweilen. Aber das ist kacke, diese Situation hier. Ich habe keine Ahnung, wo ja Leute sind. Ich sehe nichts. Da scheinen noch mehr zu kommen, so wie das ausschaut. Soll ich mich hier noch vorbereiten? Wer weiß, was der noch alles rumlungert, ey. Die machen die ganze Zeit Licht aus, das sehe ich doch gar nichts, Mann. Den kriege ich noch nicht mal down. Aber ich glaube, die scheinen irgendwie zu priorisieren, die Lichter auszumachen, ne? So. Nein, natürlich reicht das nicht. Mal hier hin. Ich hoffe, da ist niemand mehr in Reichweite. Hat sie natürlich wieder als erstes benutzt hier. Ich
Warte mal, Wind, genau. Okay. Das Problem ist, da könnten wahrscheinlich immer noch voll viele Leute sein. Ich weiß es nicht. Aber auch eine weiterentwickelte einer sich gerade. Und ich muss ich hier hinpacken. Und die können ja darüber fliegen, leider. So, kann irgendjemand den Typen erledigen? Sehr unschönes Level. Lass mir auch keine Wahl, hier irgendwie meine höher gelevelten Einheiten einsetzen zu müssen. Okay, Verteidigung plus 2. Okay. Das hätte sie mit einem Schlag erledigt, übrigens, ne? Der eine Angriff. Ja, Verteidigung. Krieg ich gar nicht down. Doch. Also so noch. So, ich weiß immer noch nicht, was hier überall alles ist. So. Müssen wir halt mal ändern. Drin. Oh, das ist so ein Laternenstab. Hab ich gar nicht bemerkt. So. Okay. Sind nicht so viele Leute hier. So, ich könnte. Ich mach den hier mal. So, du kannst eigentlich nur. Ich würde ungern, dass du hier irgendwie in der Ladies, weil Erfahrungspunkte und so. Oh, geht wahrscheinlich auf Chimera los, ne? Ne? Geht natürlich auf den Charakter los, der hier beschützt ist. Okay. Hey, cool. Oh, Level 18. Seine Werte sind nicht schlecht. So, jetzt kommen da auch noch Leute. So, ich habe Sorge für, der Ansturm ist schon vorbei eigentlich, ne? Sieht nicht so aus, als würden ja noch viele Gegner sein. So, ja. Ich mal kurz hier reingehen. Warte mal. Genau, das reicht uns, ne? Nö. Dann gehen wir da rein. Rettung, hey, cool. So, aber ihr. Okay, sie wird ja nicht gedoppelt, von daher. Viele Kills für Chloe, ja. Okay. Hat Pesh Cuts. Oh, du kannst nur aus einer Reichweite. Ja, mit zwei Rang, ne? Mit zwei Reichweite, ne? Ja. Machen wir so.
weg. So. Okay, dann gehen wir mal hier runter, würde ich sagen. Ich glaube, da haben wir nämlich schon alles erledigt. Ich weiß es ja nicht, ich sehe nichts. Das hat nichts an Erfahrungspunkten. So, wir gehen mal hier runter. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht einer. Jetzt mal das mal an. Den können wir eigentlich auch anzünden, aber lassen wir mal. Dann bewegen sich die Bosse sowieso, ne? Oh, da putzt mich sogar. Ah, du gehst auf sie los. Ist klar. Da kommen immer noch mehr Leute. So, und ihr werdet aber nicht glauben, ich muss schon wieder am Klo während einer Aufnahme. Das war der Nachteil, wenn man irgendwie so 2 Stunden am Stück aufnimmt, ne? Man kann das nicht beeinflussen. Okay, also ich sehe euch dann gleich.